Ein herzliches Willkommen, hier ist Monte Carlo aus Monaco zu einem der glamourösesten Grand Prix ja, des Jahres. Abonniert den Channel gern, lasst gerne ein Däumchen rum da. Und wie ihr abgestimmt habt auf TikTok, werden wir heute mit dem Red Bull hier in Monaco fahren. Schaut doch gerne auf Instagram vorbei, wie auch gerne auf TikTok. Hier der Anflug auf Monaco. Das Debüt gab es wirklich schon 1929. Und das ist wirklich das ist die älteste Strecke im Kalender und das ist halt einfach auch dieser Grand Prix, den man ja hier fahren möchte und gewinnen möchte. Mr. Monaco ist Ayrton Senna himself. 6 Wins hat er hier geschafft in seiner phänomenalen Karriere und 5 dann Michael Schumacher nur. Also Senna hier einfach Mr. Monaco, einfach genial. Und damals auch mit Handschaltung. 3337 Meter hat eine Runde hier mitten durchs Fürstentum. Und wir haben 19 Kurven, 11 rechts und 8 links. Und das Schwierige ist auch, nicht mal die Start- und Zielgerade ist richtig gerade. Also das wird heute echt ein spannendes Rennen. Bei 78 Runden, damals noch über, ja, also damals noch 100 Runden und heute noch 78. Hier haben wir nochmal Monte Carlo, 3337 Meter, 19 Kurven, eine lediglich DS-Zone, die eigentlich nichts bringt, weil hier ist es so gut wie unmöglich zu überholen. Sagen wir nicht unmöglich, natürlich ein Mercedes wird einen Williams überholen können, aber unter gleichen Autos ist es so gut wie unmöglich, weil es ist so wenig Platz da. Man kann es zwar immer wieder probieren mit reinstechen, aber das wird echt schwierig. Hier aus der letzten Kurve durch, aus Kurve 19, ja, durch und los geht's, Leute. Ich freue mich extrem, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, subbt gerne unseren Kanal. Morgen kommt dann auch gerne das Race Review. Ja, wir werden auch später noch über das Qualifying reden und was mit Leclerc los ist. Erste Kurve, Saint-Thibault. Hier natürlich links die Kirche. Ein wichtiger Punkt beim Start heute. Das wird echt ziemlich interessant werden. Kurve Nummer 2 fährt man einen Vollgas durch und dann hier Casino. Kurve Nummer 3 und 4, das sind einfach so straighte Kurven, die es einfach in sich haben. Also da, und da muss auch rechts ganz, ganz knapp an dieser Mauer vorbei, dass du halt den bestmöglichen Punkt rausholst. Hier kann man wahrscheinlich auch ein bisschen überholen. Kurve 5 Mirabeau oben. Und dann geht es in den langsam. Okay, nochmal. Einfach nur eine geniale Kurve. Schön anzusehen, auch hier links. Hier links bleibt man dann ganz nah an der Mauer und dann die langsamste Stelle im Formel 1 Kalender. Kurve Nummer 6. Gut, sauber durchgekommen und ja. Auch eine tricky Stelle. Und dann hier Mirabeau unter dem Berg. Solla, die Kurve ist auch sehr wichtig. Links muss man echt aufpassen. Und Kurve 7 macht, das sind auch so Schlüsselkurven, weil wenn man hier besser rauskommt als der Vordermann, kann man einfach gut überholen. Ich will euch jetzt nichts zu den Kurven sagen. Hier links ist auch wichtig, näher dran zu bleiben. Rechts, links ist ganz wichtig, nicht ganz nah an die Mauer zu fahren. Dann haben wir in Kurve 9 natürlich der Tunnel, auch sehr, sehr wichtig. Und dann hier die Hafenschikane, zack, zack, da haben wir schon viele Anfängerfehler gesehen, indem sie einfach die Kurve so hardcore geschnitten haben, hier genau, und dann sich weggedreht haben mit dem Hinterreifen, der ein bisschen breiter ist. Und dann hier natürlich die Camel-Kurve, zack, Vollgas links und dann lang gezogen, so, hier Camel nochmal, einfach nur bombastisch die Strecke. Und dann zack, zack, hier wurde gestern 13, hier wurde gestern Leclerc dann richtig zum, ja, blödsinnigsten Unfall überhaupt. Hier links angeditscht, dann rechts in Moor, wie Verstappen 18 und 2016. Und dann hier Raskas, super schön anzusehen, weil hier gibt es auch ein paar Überholmanöver, rein Bremsübermanöver. Und auch natürlich die Boxen einfach, da kann man sich die Autos wahrscheinlich ein bisschen länger ansehen. Ist auch ziemlich cool hier. Und dann die letzte Kurve, 17, 18, dann gibt es schon DS und zack, ab hier gibt es dann... genau, schaut mal, wie knapp das hier ist und ob hier gibt es dann DS. Also, ziemlich coole Strecke auf jeden Fall. Geschichtlich mega und natürlich seit 1939 fast ununterbrochen, okay, nicht ununterbrochen im Kalender, aber schon sehr, sehr lang. Letztes Jahr dann zum Beispiel nicht. Da haben wir den Unfall von Charles Leclerc. Zuerst dachten wir so, hä? Bekommt eine Strafe und so weiter. Dann, nee, es gibt keine Strafe, man darf das Auto neu aufsetzen. Ich habe das Getriebe hier lediglich nicht gewechselt, hätte eine 5-Plätze-Strafe gegeben. Sie wollten sich die sparen. Ja, und jetzt vorm Rennen ist leider aufgetreten, dass er doch Getriebeprobleme hat, einen Getriebeschaden hat. Die Pole weg, Verstappen erbt zwar nicht den Platz, er bleibt frei, aber das Ding ist halt, ja, Bottas dann auf 2 und alle rücken halt eins vor. Sehr enttäuschend, Hamilton, sehr cool, Vettel, mega genial. Perez auch extrem gut, Alonso auch leider ein bisschen enttäuschend. Mick, durch den Unfall im Training, hatte da leider nichts mehr zusammengebracht. Die haben das nicht mehr reparieren können. Schade für ihn. Meine Prediction ist auf jeden Fall, die Ferrari sehen verdammt stark aus. Ich denke mir mal, Carlos Sainz vom dritten Platz, der kann da einiges reißen. Vielleicht gleich beim Start Bottas oder so. Verstappen Bottas kann ich mir nicht vorstellen, dass sich die in die Quere kommen. Sauberer Seite hat, glaube ich, Bottas. Also das könnte doch
ich sag, Verstappen gewinnt das vor Bottas und vor Sainz. Also so ganz random. Abonniert den Channel gerne, Leute. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und wenn ihr von TikTok kommt, danke nochmal. Könnt gerne vorbeischauen, da kommt später auch noch meine Meinung zum ganzen Rennen. Falls da irgendwas Schlimmes passiert oder... Es kommt sowieso meine Meinung. Also falls ihr da Bock drauf habt, guckt gerne auf meinem TikTok-Account vorbei. Alle Links sind unten in der Bio. Morgen kommt die Race-Review und auch ein Gran Turismo wieder. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.